Dazu Ruke jetzt. Willkommen zu unserer heutigen Trainingseinheit zum Thema Koordination. Wir machen heute alles, was mit dem Thema Koordination zu tun hat. Handkoordination, Fußkoordination und noch vieles mehr. Ihr braucht für das heutige Training 5 Paar Socken. Ja? Die macht ihr euch am besten zu so einem kleinen Knäuel zusammen, sodass man das zum Beispiel gut werfen kann. Dann braucht ihr 2 Paar Gürtel und einen Stuhl. Viel Spaß! Wir kommen nun zu unserer ersten Aufgabe. Und zwar hat das was mit der Beinkoordination zu tun. Für diese Aufgabe braucht ihr einen Gürtel in der ersten Übung und hinterher 2 Gürtel. Wir fangen an mit der ersten Übung. Und zwar stellt ihr euch vor euren Gürtel und macht jetzt Schrittsprünge. Am besten ist natürlich, wenn ihr dabei den Gürtel nicht berührt. Das machen wir jetzt ein paar Sekündchen. Schön durchhalten. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Übung. Ihr dürft das natürlich auch immer ein bisschen länger machen als ich. Und das Video gerne anhalten. So, nächste Übung. Ihr stellt euch neben den Gürtel, guckt aber in Richtung des Gürtelendes und nun springt ihr von rechts nach links. So, die nächste Aufgabe. Ihr habt wieder geschlossene Beine und springt vor und zurück. So, jetzt kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar stellt ihr euch so hin, dass der Gürtel zwischen euch ist. Und jetzt macht ihr Kreuzsprünge. Das heißt, ihr überkreuzt die Beine, macht wieder auf und überkreuzt auf der anderen Seite. Auf, überkreuzen, auf, überkreuzen. Und los geht's. Immer schön auf und wieder überkreuzen. Auf und wieder überkreuzen. Und weiter, weiter, weiter. Kommt schon, ein paar schafft ihr noch. So. Okay, nächste Aufgabe. Ihr springt jetzt auf einem Bein. Und zweimal von rechts nach links. Mit dem einen Bein geht, geht natürlich auch mit dem anderen Bein. Und weiter, weiter, weiter. Sehr gut, super macht ihr das. Ganz toll. Immer schön auf einem Bein springen. Okay, die nächste Aufgabe. Ihr stellt euch so hin, dass der Gürtel zwischen euch liegt. Und jetzt macht ihr wie beim Hampelmann die Beine auf und zu. Und versucht dabei immer auf dem Gürtel zu landen. Und ihr seid dran. Los geht's. Immer schön Beine auf und wieder zu. Auf und wieder zu. Und weiter, weiter, weiter. Ja, das sieht super aus. Sehr schön. Noch 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Okay. Jetzt braucht ihr euren zweiten Gürtel. Zack. Und den legt ihr einmal so aus, dass das aussieht wie ein Kreuz. So, jetzt habt ihr hier einmal ein Kreuz. Ich hoffe, ihr könnt das alle gut sehen. Und die nächste Aufgabe wird sein, ihr habt geschlossene Beine. Und jetzt habt ihr hier ja so 4 Felder,
Und ihr müsst jetzt mit den geschlossenen Beinen im Uhrzeigersinn an den Gürteln entlang springen. Weiter. Genau, immer schön in Bewegung bleiben. Und jetzt springt ihr mal in die andere Richtung, entgegen den Uhrzeigersinn. Und immer schön in Bewegung bleiben. Schön weitermachen. Sehr gut. Okay, das sah schon mal sehr, sehr gut aus. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Und zwar macht ihr das alles jetzt auf einem Bein. Ihr stellt euch auf ein Bein, in der ersten Runde wieder im Uhrzeigersinn und in der zweiten Runde entgegen den Uhrzeigersinn. Auch hier dürft ihr natürlich das Bein zwischendurch wechseln. So, jetzt immer im Uhrzeigersinn. Wenn euch das zu anstrengend wird, wechselt ihr einfach das Bein. Und schön in Bewegung bleiben, schön weitermachen. Und jetzt entgegen den Uhrzeigersinn. Andere Richtung. Perfekt ist natürlich, wenn ihr dabei den Gürtel nicht berührt. Aber ich merke, das ist gar nicht so einfach. Und immer schön gegen den Uhrzeigersinn. Und weiter in Bewegung bleiben. Sehr gut sieht das aus. Okay, das war auch schon unsere erste Aufgabe zum Thema Koordination. Wir kommen zur nächsten Übung. Und zwar braucht ihr dafür eure zwei Sockenbällchen. Ja? Es geht jetzt bei dieser Koordinationsübung um die Handkoordination. Ja? Das heißt, wir machen ein paar Wurfübungen und wir fangen an mit einem Sockenbällchen. Okay? In der ersten Aufgabe werft ihr das Sockenbällchen hoch und fangt das mit der gleichen Hand wieder auf. Je höher ihr das werft, desto schwieriger wird das auch. Wenn man das nur so ein bisschen hochwirft, dann ist es relativ leicht, das noch aufzufangen. Und wer sich ein bisschen challengen möchte, der kann das natürlich richtig schön hoch aufwerfen. Wenn ihr merkt, dass das auf der einen Seite schon ganz gut klappt, dann wechselt ihr auf die linke Hand, die mit der ihr nicht schreibt am besten. Und versucht das auf der anderen Seite auch mal. Wenn das gut klappt, dann dürft ihr auch hier natürlich etwas höher werfen, damit das ein bisschen schwieriger wird. Okay, das sieht schon ganz gut aus. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar werft ihr das Sockenbällchen von der einen Hand in die andere und fangt das dann auf. Ups, ihr seht, auch mir fällt das manchmal runter, ist aber gar nicht schlimm. Dann hebt ihr das einfach schnell wieder auf und macht weiter. Okay, nächste Aufgabe, ihr werft das Sockenbällchen hoch, klatscht einmal und fangt es dann wieder mit beiden Händen auf. Das sieht dann so aus. Zack. Jetzt habe ich den Klatscher vergessen. So, dann machen wir jetzt die nächste Aufgabe. Die ist ein kleines bisschen schwieriger. Ich habe die gerade eben auch probiert und hatte so ein bisschen Probleme. Aber das ist nicht schlimm, wenn es nicht direkt klappt. Und zwar sollt ihr jetzt das Sockenbällchen durch die Beine werfen und mit der anderen Hand auffangen. Das heißt, zack, und dann wieder auffangen. Ihr seht, das ist ganz schön schwer. Ja, und wenn das nicht direkt klappt, ist das überhaupt nicht schlimm.
Ich merke gerade, man hat immer so eine Lieblingsseite, auf der es ein bisschen besser klappt. Ups, bei mir klappt es besser auf der Pazuru-Seite. Auf der Nicht-Pazuru-Seite. Naja, geht auch. Genau, immer schön durch die Beine werfen und mit der anderen Hand auffangen. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar braucht ihr dafür 2 Sockenbällchen. Ja? Ihr fangt an und werft auf der einen Seite hoch, fangt es wieder mit der gleichen Hand auf und dann auf der anderen. Das macht hier ein bisschen, bis das ganz gut klappt. Und wenn das gut klappt, dann werft ihr beide hoch und versucht, beide wieder aufzufangen. Zack. Ja, ganz schön schwer. Am besten werft ihr am Anfang nicht ganz so hoch. Ansonsten ist das ganz schön schwer, das wieder aufzufangen. Sehr gut. Perfekt. So, jetzt kommen wir zur letzten Aufgabe. Und zwar haltet ihr jetzt das Säckchen hier auf der einen Seite hoch und ihr lasst das jetzt hier oben fallen und müsst das mit der gleichen Hand, das heißt die andere Hand kommt hinter den Rücken, mit der gleichen Hand müsst ihr das auffangen, bevor es den Boden berührt. Zack. Ups. Wie gesagt, wenn das mal hinfällt, ist das auch nicht so schlimm. Ups. Okay, ich probiere das mal mit links. Mal gucken, ob das auch klappt. Mit links ist natürlich Königsdisziplin, weil das ist jetzt nicht meine starke Hand. Aber klappt auch. Muss man sich halt echt wirklich für konzentrieren. So, das war unsere 2. Aufgabe. Viel Spaß dabei. Da bin ich wieder. Unsere nächste Aufgabe hat wieder etwas mit der Fußkoordination zu tun. Und zwar braucht ihr jetzt eure 5 Sockenpaare. Ja? Und die dürft ihr jetzt einmal auseinandernehmen, sodass das Einzelsocken werden. Zack. Mit den Socken macht ihr jetzt so einen Sockenhaufen auf der einen Seite. So. Könnt ihr das auch alles schön sehen. Mit dem Sockenhaufen müsst ihr jetzt von der einen Seite rüber auf die andere Seite. Ihr dürft aber dabei nur eure Füße benutzen. Das heißt, ihr greift euch die Socke mit dem Fuß, legt die auf der anderen Seite wieder ab und holt euch dann die nächste Socke. Immer eine Socke nach der anderen. Also nicht 2 Socken auf einmal. Immer schön greifen mit den Zehen. Das geht definitiv nur barfuß. Mit Socken ist das ziemlich schwierig. Immer schön greifen und auf der anderen Seite ablegen. So, wenn ihr jetzt auf der einen Seite angekommen seid, dann ist natürlich das andere Bein auch dran. Das heißt, ihr macht das gleiche jetzt mit der anderen Seite. Und stapelt den Sockenhaufen jetzt auf der anderen Seite. Ups. Und immer schön rüber auf die andere Seite bringen. Ups, der will nicht. Und der letzte. Zack. Und fertig. So, jetzt räumt ihr euren Sockenhaufen auf die eine Seite eures Zimmers. Ich lege das mal hier hin. Und jetzt müsst ihr euren Sockenhaufen rüber auf die andere Seite bringen. Ja, ihr dürft dabei wieder nur eure Füße benutzen. Das heißt, entweder ihr legt euch mit dem Fuß
den Socken auf den Fuß und bringt den gehend rüber. Das ist die eine Möglichkeit. Das könnt ihr natürlich gerne ausprobieren. Die andere Möglichkeit ist, ihr greift euch den Socken wieder mit dem Fuß. Ihr könnt so auch rübergehen. Das ist Möglichkeit Nummer 2. Und Möglichkeit Nummer 3, ihr greift euch den Socken wieder mit einem Fuß, richtig schön fest am besten. Und dann springt ihr auf einem Bein rüber und legt ihn ab. Ihr dürft euch natürlich selber aussuchen, welche Variante ihr ausprobieren möchtet. Ich sage euch nur, es ist auf jeden Fall unterschiedlich schwer. Aber probiert einfach mal aus. Ich persönlich fand, glaube ich, die hüpfende Variante ganz cool. Zack. Hierbei könnt ihr natürlich auch mal das Bein wechseln und die Techniken wechseln, sodass ihr immer mit einem anderen Bein den Socken aufnehmt. Zack. Und die letzten zwei. Jetzt versuche ich mal beide. Mal gucken, ob das auch klappt. Ein rechts, ein links. Challenge an mich selbst. Klappt auch. Aber das ist schon sehr, sehr schwer. So, jetzt nehmt ihr einmal eure Socken. Legt die vor euch auf den Boden und nun braucht ihr den Stuhl als nächstes und den stellt ihr vor euch ab. Ihr müsst jetzt die Socken vom Boden hoch auf den Stuhl räumen, wieder nur mit euren Füßen. Das heißt, ihr nehmt den Socken auf und legt ihn auf dem Stuhl ab. Oh, das waren zwei. Ups. Oh, der ist verhungert. Ja. Bah. So, jetzt sind die Socken da oben. Und jetzt müsst ihr mit dem anderen Fuß die Socken wieder von oben nach unten räumen. Genau, einen nach dem anderen von oben nach unten räumen. Das war unsere nächste Fuß-Koordinationsaufgabe. So, wir kommen jetzt zu unserer allerletzten Aufgabe. Das ist eine lustige Koordinationsaufgabe. Eure Eltern kennen die vielleicht auch. Ich zeige die jetzt einmal kurz. Also ihr schlagt euch ganz leicht auf den Kopf und auf den Bauch macht ihr eine kreisende Bewegung. Ja, beides gleichzeitig. Also ich mache das immer so, dass ich mit einer Sache anfange, weil sonst komme ich ganz durcheinander. Also zuerst mal ganz leicht schlagen und dann die kreisende Bewegung. Versucht's mal. Das war jetzt auch schon das Ende unserer ganzen Koordinationsaufgaben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis demnächst.